So, jetzt wisst ihr, wo die alten Töffli sind. He? Hier habe ich ein Kunstwerk angetroffen, das jemand mal gemacht hat, aus alten Mofas und alten Fahrrädern. Ich sehe da hier, hat es ein altes Peugeot-Mofa. Es ist irgendwie dann zusammengeschweißt und gekettet mit einem Fantigissimo. Da hat es noch ein Velo Solex. Und ganz ein Haufen Militärfahrräder. Das ist von einer Kupferschmiede, ja. Mit Motorradteilen, Motorradrädern. Da waren wahrscheinlich irgendwann mal die Zeiten da, dass die Preise schlecht waren für die Mofas und die alten Militärfahrräder. Und da hat gesagt, anstatt dass ich diese billig verkaufe, schweiße ich sie zusammen, pappe die zu einem Denkmal oder zu einem Ausstellungsstück. Hier ein Pony, Zweigang. Das könnte sogar noch funktionieren. Das sieht auch noch eine, da von der Patina. Und da steht ein sogar Mofa mit Nummernschild dran, auch angeschweißt. Was haben wir da für ein Modell? Ein Schweizer Töffli, Mofa, aber ich kenne es zu wenig, ich kann es auch nicht sagen. Aber das Peugeot ist schon cool. Und der Solex mit dem alten Motor, mit dem gelben Lämpchen, ganz süß. Ein Velo Solex, Kult Mofa. Absolut geil gemacht, he? Ein Riesenhaufen mit Mofas. Und Fahrrädern.